Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 156 am Donnerstag, den 4. Mai. Es ist 23 Uhr. Wir haben noch 18 Grad Außentemperatur in Endingen am Kaiserstuhl. Und es war auch ein verrückt warmer Tag heute. Also von 0 auf 100 würde ich mal sagen. Unheimlich warm, Mitte 20 Grad irgendwie und puha, es war wirklich warm. Wir sind heute, meine Eltern und ich, nach Freiburg gefahren, weil ich auf der Suche war nach neuem Vorhangstoff. Ich würde gerne in meinem Wohnmobil die Vorhänge ein bisschen ändern. Ganz ohne kann ich mir nicht vorstellen, weil hin und wieder stehe ich dann doch irgendwo, wo ich dann auch froh bin, bisschen Gardinen zumachen zu können, weil ich so dicht dann am Nachbar stehe oder ja, die Leute da am Wohnmobil direkt vorbeilaufen oder so. Und dann finde ich das ganz angenehm, so auch mal einen Vorhang zumachen zu können. Außerdem habe ich in den Ecken an den Vorhängen, an drei Fenstern im Prinzip, noch so kleine, ja, wie so Übergardinen, aber das sind nur so Dekoschals. Und auch die gefallen mir farblich nicht. Seit Jahren will ich da dran und meine Mutter hat auch gesagt, sie näht mir das. Aber ja, nun waren wir heute in Freiburg. Das ist gar nicht so einfach, Vorhangstoff in Meterware zu bekommen. Selbst in Freiburg haben dann ein Geschäft gefunden, wo das möglich wäre. Aber entweder haben mir die nicht gefallen, weil die furchtbar gemustert waren oder unten solche Wellen dran hatten oder so. Und bei mir muss es halt gerade enden, weil dann unter dem Fenster schon wieder das nächste Bauteil vom Wohnmobil kommt. Also das passt halt nicht, das geht nicht. Muss ein gerader Abschluss sein und nicht so ein gewellter. Ja, und das Ende vom Lied ist jetzt, die alten Vorhänge bleiben, aber wir versuchen diese Übergardinen, diese Schals, diese Deko umzufärben. Da werde ich jetzt morgen mal ein Färbemittel holen hier im Drogeriemarkt. Und dann probieren wir das einfach mal. Ich habe auf zwei Vorhängen noch ein bisschen irgendwie alte Blutflecken von einer Mückenschlacht, wo ich mal eine Mücke geklatscht habe. Die versuchen wir jetzt noch rauszukriegen und das Ganze dann zu überfärben. Und die anderen Vorhänge, ja, die bleiben jetzt, also die Gardinen. So scheußlich sind die dann auch nicht, dass ich jetzt da weiß ich was auch an Geld ausgeben möchte. Also ich habe im Online auch noch so Vorhänge für Wohnmobile oder Wohnwagen gefunden. Aber das ist so teuer. Also das ist mir nicht wert. So wichtig ist es dann auch nicht. Ja, das war mein Tag. Und dir wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.